Legionen! Alle zu mir! Jetzt! Jo, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Destiny 2. Und ja, ich glaube, ihr habt es wahrscheinlich tausendmal in die Kommentare vielleicht auch geschrieben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich aber die Kampagne machen. Ich muss erstmal gehen. Genau. Und ich habe gedacht, wo sind die Kampagnen? Aber irgendwie so richtige Sachen. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass man nachguckt, und das müsste eigentlich, bei ihr kriegt man nämlich die Kampagnen bei Amanda Holiday. Die Quest scheinbar. Und das sind scheinbar noch andere klassische Flucht. Erwerben wir mal alle. Ja, wir kriegen auch neue Orte hier freigeschaltet. Und wir können auch hier ein neues Schiff kaufen, sehe ich gerade, oder? Neue Schiffsteile? Ne, neues Schiff sehe ich gerade. Komm mit. Kostet uns. Das sind Speeder, glaube ich. 5000. Ich würde mir gerne mehr Vorschau sehen. Nice. Das schaut nicht schlecht aus. Die Schiffe, kann man die sich angucken? Die sind halt komplett weiß, aber muss man halt ins... Deswegen sind die halt relativ, ne? Aber gut, wenn man Skin drauf... Nein. Okay. Ich hoffe, das ist geil. Ja, das ist nicht schlecht, aber... Was hat er mich jetzt gekostet? 5000. Ja, mei, was soll's. Der hört auch nicht schlecht aus. Das hört auch nicht... Ja gut, das haben wir uns ein Schiff gekauft, ne? Jetzt müssen wir es dementsprechend auch nutzen. Das heißt, wir gehen ins Inventar. Ja, runterscrollen. Nach unten. Anderes Schiff wählen. Vorschau. Haben wir einen anderen Standard-Effekt? Vorschau. Ich glaube, wir lassen den erstmal weiß, ne? Vielleicht finden wir auch irgendwo einen Markt, wo wir dann Skins kaufen können und so weiter. Mit unserem Ingame-Geld. Aber ja, das lassen wir uns erstmal. Sonst ist halt erstmal weiß. Aber ein clean Flieger. Ja, auf jeden Fall. Ich habe es endlich jetzt wahrscheinlich gefunden. Und hier haben wir Heimkehr. Das ist eine Kampagne. Zielorte. Ich glaube, dann haben wir nochmal hier eine. Aber bis und dem, beim Mond, auf dem Mond haben wir noch eine. Aber ich glaube, die ist... Ja, genau. Aber auf jeden Fall die hier. Heimkehr. Auf jeden Fall haben wir sie endlich gefunden. Also, ich hoffe es jetzt endlich mal wirklich. Weil ich dachte mir, ja, da war Kampagne bei der Hauptquest. Da steht immer Hauptquest, Hauptquest. Ja. Aber naja. Jetzt sollten wir es hoffentlich endlich gefunden haben. Das schaut doch gut aus. Also Ikora, wenn das ein Scherz sein soll, fällt mir schwer, es zuzugeben, aber ich wäre beeindruckt. Dich zu beeindrucken, Cade, ist echt ein Kinderspiel für mich. Es ist ernst, Leute. Zavala, das ist mein ernstes Gesicht. Guck doch. Ikora, was gibt's? Jemand oder etwas sabotierte die Skyline-Verteidigungssysteme. Die Comms sind seit den letzten Stunden unregelmäßig. Die Sensoren außerhalb der Mauer sind tot. Vielleicht ist es nur der Sturm. Vielleicht ist es... Was sagen uns die Satelliten? Nichts. Das ist gut, oder? Nein. Sie sind nicht da. Da sind keine Satelliten.
Und das ist nicht gut. Kampfstationen! Alle zu mir! Jetzt! Wiederhole, Turmzentrale. Hier spricht City Hawk 723. Ist da jemand? Alle Kanäle sind still. Sogar die Notfallfrequenz. Was ist denn da los? Ich weiß, ich habe gesagt, du sollst nicht so schnell fliegen. Vergiss es! Flieg schneller! Jo, Turmwacht, die letzte Stadt der Erde. Ja, sollten wir auf jeden Fall. Und wir schalten sie erstmal alle aus hier und kämpfen uns hier durch. Komisch. Ja. Die Kamale erobern Systeme, indem sie Planeten in die Luft haben. Sie wollen muss hier sein, in der letzten Stadt. Ah. Ja gut, machen wir mal so, bevor der irgendwie eine Attacke einsetzt. Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter, zur Piazza. Da wird dir noch alles erklärt, weil die wahrscheinlich normalerweise eigentlich zum Start direkt beginnt. Hey Kate. Hey ihr zwei, eine Sekunde mal. Okay, das machst du alleine, okay. Zavala spielt den Helden auf der Piazza. Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wird ein kurzes Date. Ja, sind normalerweise das wahrscheinlich ziemlich früh gespielt, da wird nämlich die Steuerung hier einfach alles erklärt. Aber gut. Sind Wächter. Jäger, meine Waffenkammer steht hier offen. Folge von dort dem Pfad. Dadurch müssen wir den Hangar zur Piazza gelangen. Ich kümmere mich um diese Leute. Wenn die Kamale Krieg wollen, dann geben wir ihnen Krieg. Jo, dankeschön. Okay, ich hoffe, die sind gut. Waffen. B, sie sind nicht. Nee. Das sind nämlich so coole Waffen eigentlich. Aber gut, ist egal. Wir haben es endlich mal geschafft, die Kampagne zu zocken. Oder schaffen es, sind dabei, die Granaten. Die Kampagne zu zocken. Das freut mich jetzt auch richtig. Oh, nicht schlecht, ne? Okay, und. Nehmen wir mal. Okay, Einzelschuss. Jo, nee, nee. Die kämpfen gegeneinander. Oh. Jo. Dankeschön. Drücke, um deine Energiewaffe zu wechseln. Wahrscheinlich. Die? Wahrscheinlich, keine Ahnung.
Ah, nein. What's pop, Freunde? Was geht? Ach, jetzt wartet mal. Welches Level bin ich jetzt eigentlich? Mich interessieren doch. Ich bin schon nochmal. Weil man zwar mal guckt, wie viel Schaden. Keine 600, 700, wir schauen mal auf mit 33 oder so. Würde uns mal hier mal interessieren. Ja, wo man wahrscheinlich nur für die Mission hier runtergepatcht wird. Weil man normalerweise nicht so ein hohes Level ja eigentlich ist. Aber wir können ja trotzdem mal gucken. Die Waffe wurde meinem Level angepasst. Ja, die wurde auf jeden Fall meinem Level angepasst. Da haben wir schon drauf geachtet. Geradeaus. Krass. Das muss ihr Kommandoschiff sein. Ja, Abgase ist halt ja dementsprechend auch gut, ne? Also da würden wir jetzt bei der EU gäbe es ein paar Probleme, ne? Klimawandel und so ist da, ne? Aber ich glaube, das sind ja das kleines Problem, gerade mal. Jo, meine Freunde. Chat, dass ihr mich alle überraschen wollt. Aber ich finde das nicht so geil, wenn ihr so viel Schaden macht. Haben wir alle, oder? Schaut sehr gut aus. Schaut er den Reisenden an. Ja, der Reisende. Jetzt verstehe ich es auch langsam. Der Reisende ist diese Kugel da, ne? Das habe ich dann langsam auch so ein bisschen verstanden. Das ist echt. Es schaut schon sneaky aus, würde ich so sagen. Ja. Hat dann ziemlich nice aus. Aber wir müssen weiter. Keine Zeit für. Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Ikora, weißt du was? Das ist die Elite. Gnadenlos. Und Gerüchten zufolge sind sie unbesiegt. Bis heute. Ihre Gegner sind jetzt Hüter. Aber Zavala, sie greifen den Reisenden an. Der Reisende wartet. Wir schützen unsere Leute um jeden Preis. Okay, gut zu wissen. Mischen uns doch mal ein hier in das Gefecht. Als dritte Partei, sag ich immer. Es ist perfekt, sie anzumischen. Ah, ein anderes Spiel ist auch noch hier. Die Rotlegion ist gut ausgebildet. Aber wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Ah, nee. Doch, sind schon Spieler. Ja, gut. Was wir die allein machen müssen, machen wir schon praktisch. Okay, okay. Ich wollte gerade reingehen. Danke. Sie dürfen das Tor nicht erreichen. Die Shuttles sind da drüben. Wow. Ja, welches Tor? Ja, die Shuttles sind da drüben. Verstehe. Ich bin leicht überfordert hier. Da kommen sie ja. Hey, steht schon weg. Muss sie sich einfach am Ohr kratzen, kann man sie nicht bewegen. Dann steht er sich einfach hier am Weg. Geht ja mal gar nicht. Wir halten die Stellung. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. Jojo, lass mich mal ganz kurz looten. Dafür muss Zeit sein. Ja, ich bin unterwegs. Okay, wenn ihr aber gar nicht. Nee, ich gehe einfach gar nicht dahin, Leute. Wenn er nur auf euch schießt. Wo seid ihr denn? Halt nicht. Das letzte Shuttle ist weg. Aber der Sprecher hat es nicht geschafft. Ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Geh mit Ikora. Finde den Sprecher. Wird gemacht, Commander. Okay. Wir müssen da lang.
Machen wir das noch einmal. Gehen wir direkt weiter. Wir müssen den Sprecher finden. Jo, suchen wir den nochmal. Ich glaube, putzen brauchst du jetzt nicht, Kollege. Auf, mach auf. Ikora! Der Sprecher ist weg. Rotlegion, hier werdet niemanden mehr. Und von mir könnt ihr keine Gnade erwarten. Bam, son. Zavala. Sie wird den Sprecher finden. Wir müssen zum Kommandoschiff. Begib dich zum Nordturm. Amanda Holiday wird dich abholen. Alles klar, bin unterwegs. Macht auf. Tschüss, mein Freund. Dein Fass auf hinten ist nicht so geil. Ist ziemlich empfindlich, da hinten. Wollte ich dir nur mal mitteilen, aber... Ja, nee. Halleluja. Töten wir dich nochmal. Schön ist, er reißt halt auch seine ganze Umgebung mit dem Tod. Ja, das macht doch mal Fun hier. Wow. So, meine Freunde, jetzt habe ich auch für dich was dabei. Oh, One Shot. Soll ich dich mitnehmen? Ja, warum nicht? Klar. Zavala, hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt! Halt dich gut fest! Komm schon, bitte. Unternimm was. Okay, Hüter. Geben wir ihn eins auf die Nuss. Also, ich bin bereit. Sag uns, wenn die Schilde deaktiviert sind, dann machen wir dieses Schiff platt. Alles klar. Und hier schießen sie sozusagen die Einheit raus, in den Kugeln. Echt krass aus. Hallo, sind wir daheim? Ich würde gern zu meiner MP wieder, ich fand die cooler. Lass mich mal sehen. Ist ein Plan von uns im Turm? Okay. Oder? Nee. Der Schildgenerator sollte sich unten im Schiff befinden. Okay, und wir müssen dafür hier lang. Ja. Nein. Menschenskinder. Oh, oh. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig gut weggeblasen. Wie lautet dein Status? Die Munition wird knapp. Das Ding mit der Flammenpistole läuft nicht mehr so gut. Hat jemand von Ikora gehört? Nicht seitdem sie nach dem Sprecher suchte. Information bei mir! Ja, nee. Wir müssen schnell das Scheißteil ausschalten hier, das Schiff. Zum Absturz bringen. Dementsprechend laufen die Gänge lang. Hoffen die, dass mal ein paar Gegner kommen. Scheißschild. Ah, ihr seid da mal wieder. Ihr ganz vermisst.
hinten so Verstärkung. Ich hasse, komm, bleib doch da. Nein, nicht schießen. Das gefällt mir nicht. Ja, ich dachte mir doch. Die machen jetzt auch nicht gerade so wenig Schaden. Sondern ist er nicht. Ich hab Flammenwerfer. So, Lili. Ja. Alter, was geht? Nee, wir müssen näher ran. Das war zu weit. Hast du dich jetzt verkrochen oder was? Was ein Loser. Jetzt Angst bekommen. Das soll sich doch nicht so anstellen. Oh, ich kann meinen Finish nicht auswählen. Okay, ja. Ich werde unbedingt meinen Finish bei ihm auswählen. Dodele. Meine Freunde. Die Zeit ist zu Ende. Ja. Ist es der gleiche? Wahrscheinlich. Nee. Das sind noch mehr. Besonders da. Der Scharfschütze nicht. Wie gesagt. Hasse. Ja, ich muss den Killer holen, ne? Der Runde, ne? Ich kann Munition nicht gebrauchen für meinen Granatwerfer. 12 Stück. Der Schildgenerator sollte direkt vor uns sein. Ja, der Typ ist auch direkt vor uns. Haben wir nochmal durch. So, ich werde gleich herzlich empfangen. Gar kein Problem. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Nehme ich natürlich immer gerne an. Habe natürlich auch was für euch dabei. Jetzt zeige ich es euch mal. Einmal für dich. Fist. Ja, ja, meine Bro-Fist war nur für dich. Oh, lass uns einen Generator mal. Dann fallen die Schilde in sich oder Energie. Ja, Schildgenerator. Turbinen zerstören. Die hier. Ja, genau so. Einmal. Ich verstehe. Okay. Ich verstehe noch mehr. Böse, habe ich gehört. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie da runter. Perfekt. Hier bin ich schon mal besser dabei. Aber ich muss rüber auf so eine Plattform. Um da hinzuschießen zu können, richtig? Perfekt. Die Temperatur steigt. Es funktioniert. Nice. Zavala, geschafft. Die Schilde sind deaktiviert. Okay, jetzt kann das Schiff hochjagen. Warte, bevor ich runter. Ich muss noch schnell runter. Ja, weg hier. Amanda, wir kommen nach oben. Amanda! Hallo? Vergiss mich bitte nicht. Nichts. Willkommen in einer Welt ohne Licht. Hüter, da stimmt was nicht.
Schau mich nicht an, du Kreatur. Du bist schwach, undiszipliniert, versteckst dich hinter Mauern. Das ist kein Mut. Du hast nur vergessen, was Todesangst ist. Erlaube mir, dich zu erinnern. Ihr habt die Macht, die euch gegeben wurde, nie verdient. Ich bin Gor. Und dein Licht ist mein. Destiny 2. Ja, ne, wie es aber weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ja, wir haben es ja endlich gefunden, die Kampagne. Bin auch sehr, sehr glücklich darüber, dass wir es endlich gefunden haben. Ich habe schon Sorge gemacht, dass wir die irgendwie nicht in der Version drin haben. Aber das ist der Fall. Deswegen, wie wir die letzte Stadt retten können oder was aber passieren wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann.